Hey Freunde der fantastischen Rollenspiele, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy XII, The Zodiac Age. In der letzten Folge haben wir noch ein Wasserfallrätsel gelöst im Zohan-Höhlenpalast. Falls ihr das auch wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut euch die letzte Folge an. Und jetzt wollen wir ins alte Arcade. Ich habe wieder auf das Standard-Team zurückgeswitcht, wo ich gerade auch am überlegen bin, ob mir Ball 4 nicht mal vielleicht eine andere Waffe geben sollen. Smells less like a capital, more like a sewer. Even empires have need of sewers. The runoff from Arcades proper pools here. Those who lack papers to live in the city itself. The mighty who have fallen, and the fallen who would be mighty. Their eyes never leave Arcades. I guess it must be a lot nicer than this place. Oh, to be sure. Arcades reeks of a different filth. Let's be off. We can follow our noses to Draclaw. Okay. Das alte Arcades. Wow, und das ist das Neue da hinten, oder was? Sinn, dass jemand über Zohan hierher kommt. Es ist okay, das wohl zu was bringen, was? Hau lieber ab, solange du noch kannst. Nee, lieber nicht. Bist du gekommen, um Infos zu kaufen oder zu verkaufen? In dieser Stadt zählt nichts mehr als Informationen. Ich würde ja gerne was Neues wissen, aber da ich weder Geld noch Weißknospen habe, kann ich ja leider nichts abkaufen. Schade. Ich habe nicht mal mehr genug Geld, um mir ein Flugticket zurück nach Webnestra zu kaufen. Da wollte ich den Weg durch Zohan nehmen, aber da soll sich ein alter Drache rumtreiben. Der macht doch Holzkohle aus mir. Mein Bruder würde nie den Schwanz einkneifen, aber ich, so soll ich denn mein ganzes Leben hier verbringen? Kauf mir doch bitte was ab. Ja, wenn du was geschätzt hast. Ja, erst einmal. Hat ja wahrscheinlich nicht genug Geld. Da er nicht viel Geld hat. Ich glaube, ich verkaufe erstmal einiges Teleportsteine. Brauchen wir. Da kann man mal zwei. Ich weiß nicht warum, ja, aber ich kenne es wahrscheinlich alle komplett verkaufen. Aber ich habe das mit diesen 5. Ich habe da irgendwie so ein Problem. 3, 5. Edelleder 43 sind 38. Wow. Wir machen Kohle jetzt gerade. Was ist denn das? Genau. Oh, ich bin gut. Wahrscheinlich werde ich euch das eher zusammenschneiden. Weil der Verkauf ist halt immer ein bisschen langweilig. Erstmal schauen, was er anzubieten hat. Nicht wirklich was, was wir gebrauchen könnten. Ja gut, Echokraut, aber... Dann fange ich mal an hier. Kampfmagierwissen erhalten. Ui. Okay. Oh, 3 Zack. Diamantschwert, haben wir das nicht schon? Franziska-Hammer. Okay. Dann mal in die Ausrüstung. Jawohl, da kriegt den Dreizack.
Ja, bin ich am Überlegen, ob wir ihm vielleicht nicht den Schattenbinder mal zwischenzeitlich geben. Wir haben hier nichts Neues. Er hat schon das Diamantschwert. Auch nicht wirklich was. Ja, und durch. Nee, lieber nicht. Okay, was heißt Optimum? Oh, das rote Käppchen. Das ist die Schwäche. Er kriegt auch mal den Schattenbinder. Genau, machen wir es so. Willkommen in der Kaiserstadt, mein Junge. Dies ist allerdings der alte Stadtteil, in dem du wenig Glanz finden wirst. Außer natürlich nicht. Ich bin halt hier das glänzende Juwel. Die beiden hier kamen mit großen Erwartungen nach Arcadis, doch auch ihre Träume blieben unerfüllt. Obwohl ich doch ein wahrer Traum bin und sie von Erfüllung sein sollten, dass sie neben mir sitzen dürfen. Ja, die sind alle so ein bisschen ausgeschlossen. Hier wird wahrscheinlich nichts Interessantes passieren. Drückel. Und den hätten wir wahrscheinlich nicht öffnen dürfen. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob es hier irgendwas gibt oder nicht. Ach, mir was. Rostlum ist meistens nicht gut. Ja. Ich vermute schon Kokatrice. Eine von den Jahren gezeichnete Kokatrice mit einer edlen Aura. Wir könnten jetzt hier mit allen reden, aber... Was ich momentan extrem vermute. Weil ich hier so viel Rostlumpen finde. Ich muss mal nachschauen. Aber das ist mir auch schon an einem anderen Ort aufgefallen. Der hier Weltkarte. In der Fonküste war das. Da waren die Schätze anders angeordnet. Damit habe ich eine ganz dumme Vermutung, dass sie vielleicht die bestimmten Schätze geändert haben, die was man nicht öffnen darf. Das heißt, es könnte möglich sein, dass wir die Doxalanze nicht bekommen. Vor allem, weil hier überall Rostlumpen sind. Ich muss da mal schauen, ob da... Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier irgendwie Schatztruhen gab. Es ist zwar schon ein ganzes Stück her, wo ich das Original gespielt habe, aber trotzdem. Alles sehr verwirrend. Die Doxalanze hätte ich schon ganz gerne gehabt auf dem Easy Way. Weil bestimmte Kisten nicht zu öffnen, ist halt wirklich ein ganz einfache Methode. Erstmal fix abspeichern. Sollten wir auf jeden Fall immer machen. Mein gespeicherter Spielstand ist ein guter Spielstand. Wir kommen hier nicht weiter. Halt! Deine Papiere will ich sehen! Gerne.
Du hast dich betrogen. Ich werde dir gleich zeigen, was passiert, wenn du eine offizielle arkadische Armee zum Affen machst. Okay, das hat keinen Platz für Ausgeschlossene. Geh und erzähl das deinen herumlungenden Freunden. War mir das sowas und klar. Hossa, willkommen in Wärms Eckebogen. Was bist du für einer? Dieses zuckersüße Antlitz habe ich doch irgendwo schon mal gesehen, ne? Der hat uns gerade noch gefehlt. So begrüßt man doch keinen alten Freund, Bolfir. Und mit der Zunge schnalzen? Ist unter deiner Würde, oder nicht? Nicht so wie ich bin über deiner Würde. ihr kennt euch? Hattet ihr was? Also wie ihr redet, scheint mir so, als hättet ihr was gehabt hättet miteinander. Von früher, ja. Sein Name ist Julius. Ein halsabschneiderischer Informant und nicht gerade der Beste. Ich will nicht zu viel verraten. Und dieser halsabschneiderische Informant kann euch nützliche Dienste erweisen, besonders wenn ihr nach oben wollt. Ihr könnt gerne bei mir oben drauf. gibt es einen Weg, der was nichts mit dir zu tun hat? Das magische Wort in Arcade, das lautet Macht. Und Information ist der Schlüssel zu dieser Macht. Ja, ich handle mit Information und wenn ich in eure verhämmerte Visage blicke, drängt sich mir das Gefühl auf, dass euch Infos nicht abträglich wären. Wie schaut's aus, Kleiner, weil jeder hat sowas Schmutziges an. Bei sich und ich bin Meister Grund für diese schmutzigen Sachen, für die schmutzigen Informationen, deswegen habe ich die auch alle. Nur 1500 Piepen und dein Problem ist da die. Ja, wir haben genug Geld. Halsabschneider. Bist ein schlaues Köpfchen, was? Hab's doch gleich, was einen besseren Deal hättest du nicht machen können. Also, dann will ich dir mal aus der Patsche helfen. Was für Informationen hast du bisher zusammengetragen? Informationen? Bisher eigentlich gar keine. Dann weißt du, was du zu tun hast. Lauf los und lausche, was die Leute zu erzählen haben. Jede Information hat ihren Wert, klar. Zisch ab. Warte mal. Wir haben jetzt 1500 Piepen bezahlt, dass er uns Informationen gibt. Und er gibt uns kein... Darf ich ihn vermöbeln? Also dann will ich dir mal aus der Patsche helfen, was... okay, dann haben wir das. Was, er will uns aus der Patsche helfen, aber... Der Anschlag auf den Kaiser ermutigt mich nicht gerade, diese Treppen zu erklimmen, die nach Arcadis führen. Was soll ich nur machen? Okay, jetzt müssen wir mit allen reden, oder was? Informationen seien überlebenswichtig, hieß es. Ich trug Informationen zusammen, die sich als falsch entpuppten und mich in den Ruin trieben. Ja, ich glaube, mir wird das Gleiche passieren. Mein Geliebter und ich, wir wollen in Arcadis ein neues Leben anfangen. Wo bleibt denn nur bestimmt mal der Nervenflattern bekommen? Vielleicht kannst du mich ja mit nach Arcadis nehmen. Bitte? Bitte? Nö. Mein letztes Hemd haben sie mir in Arcadis genommen. Diese erbarmungslosen Geier, hätte ich nur diese eine Information erhalten. Hallo. Ich brauche Informationen. Und Rostlumpen. Super. Wisst ihr, das ist echt nervig gerade. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, ja. Ich bin Geschichtenerzähler und erzähle von Sagen und Legenden, deren Moral und Weisheiten auch die heutigen Kinder viel lehren.
Ja, erzähl halt mal. Vielleicht hast du auch noch Informationen für uns. Alter. Du willst sicher nach Arcadis. Es ist ein Ort voller intriganten Heuchler und Betrüger. Geh nicht, wenn du nicht verletzt werden möchtest. Bleib lieber bei mir. Verbringe dein Leben arm mit mir, weil ich werde dich nicht verletzen. Außer du willst es natürlich. Warum mache ich das jedes Mal? Ich habe keine Ahnung. Ah, noch jemand. Du willst weiter nach Arcadis, was? Du siehst mir nicht aus, als ob du die nötigen Informationen hättest, die du dort bräuchtest. Aber ich kann dir gerne welche geben für halt bei andere Leistungen. Informationen sind wichtig. Fehlende Informationen wurden sogar dem Senat zum Verhängnis. Was willst du überhaupt in Arcadis? Sag's. Was willst du dort? Vielleicht willst du da irgendwie was anfangen? Womit ich was anfangen könnte? Ja. Mein täglich Brot habe ich mir vom Mund abgespart, um meinen Traum zu verwirklichen. Okay, das ist ein menschenwürdiges Leben zu führen. Versteckt habe ich meine Geldsäcke in einem unscheinbaren Fass, aber jemand hat es mir gestohlen, wenn ich den in die Finger kriege. Hat wohl jemand falschen erzählt. Meine Oma träumt schon wieder davon, Arcadis Fuß zu fassen, anstatt sich zur Ruhe zu setzen. Wie kann ich sie nur davon abhalten? Eigentlich so wirklich Informationen sind es ja nicht. Sperr mal deine Lausche auf für eine sensationelle Neuigkeit auf. Ich hab was Unglaubliches von. Willst du wissen was? Ich sag's nur dir. Einen Sack voll Münzen ist doch der Knaller. Gefunden habe ich ihn in einem Fass mit dem Geld. Kann ich endlich nach Arcadis? Wer lügt, seht. Dem wird es an Ernte nicht mangeln. Der westliche Distrikt Arcadis wird von Lug und Trug verpestet. Die Brise, die durch die Lufthauchgasse weht, wächst in ihr zu einem Sturm heran, der Neid und Eifersucht verbreitet, um des anderen Glück zu hassen. Eine Rostlumpen. Seitdem vor kurzem der Freund meiner Schwester nach Arcadis gezogen ist, schaut sie nur noch mit leeren Augen in die Ferne. Warum hat er sie nicht mitgenommen? Die Arme. Och, die Arme. Jetzt schaut sie nur noch da in die Ferne. Och. Was ist mit dir? In jungen Jahren wurde ich in Arcadis um ein gesamtes Vermögen gebracht, weil ich an die falschen Leute geriet. Doch ich bin gewillt, es noch ein zweites Mal zu versuchen. Meine Knochen sind alt und müde, aber dafür bin ich gerissener als so mancher Jungspann. Ja, was du nicht sagst. Der hier hat seine Münzen. Ich kenne ihn. Okay, ich habe keinen Plan. Was ich hier machen soll. Soll ich ihm jetzt irgendwas erzählen? Informationen? Naja, einer freut sich über einen Sack voll Münzen, den er in irgendeinem Fass gefunden haben will. Ein Sack voll Münzen ist ja interessant. Pass auf, um die Ecke sitzt ein Mann, der auf den Namen Bisu hört. Erzähl ihm von den Münzen. Okay. Bankrotter Typ. Sitzen gelassene Frau. Ich glaube, es ist der geizige Typ da hinten, der was das versteckt hat.
Club hier. Genau. Was hast du gesagt? Du weißt, wer mein Geld gestohlen hat? Alles klar, Mann, den knöpfe ich mir vor und fress ihn mit Haut und Haaren. Hab ich gemacht und jetzt passiert nichts, oder was? Jetzt muss ich ihm 1500 Piepen geben, damit ich mich selber drum... Das hätte ich auch selber machen können, echt wahr. Wo ist er hin? Ja. Oder muss ich jetzt mit dem anderen Typen auch noch mal reden? Irgendwie muss doch Julius jetzt sein. Da. Hast du die Infos weitergeben? Bravo, Junge, hast du gut gemacht. Und diese Aktion soll uns helfen, nach Archetes zu kommen? Vertrau dir mal, Julius. Bin ich erst seit gestern im Geschäft, Kumpel. Hey Leute, kommt alle her! Biso hat eine Prügelei angezettelt, die wollt ihr nicht verpassen! Läuft. Nicht schlecht, die Taktik merke ich mir. Danke, Julius. Man sieht sich. Das hätten wir auch. Seit wann hilfst du deinen Allerwertesten für die paar Almosen hoch, die du wann abgeknüpft hast? Raus mit der Sprache. Ich habe eben ein großes Herz, weißt du doch. Und die Information über den lange vermissten und heimgekehrten Sohn der Bonanzas ist Gold wert. Widerling. Die kaiserliche Stadt Archeides. You're gaping like a fish out of water. I'm just checking out the city. Even if it is the Empire. You've changed, Vaughn. You were always marching to your own beat, almost like you were impatient even, in a good way. Maybe it's because I've seen more now. Never imagined I'd ever come this far away from home. Hey, Lars is here in the city, isn't he? He's a tough one. I wonder how he's doing. You always were a soft touch, Vaughn. You know what's amazing? I always thought I'd go my whole life without meeting people like the Princess or Lord Larsa. And here we are in the capital. I know. It's a little over my head sometimes. Good, Vaughn. You've come to understand the difficulties of serving royalty. Hey, I'm just along for the ride. That wasn't a complaint, was it, Bosch? Right. Let's get moving. Hey, don't change the subject. Right. Es ist schon eine lustige Truppe, oder? Was meint ihr? Genau, wir laufen jetzt hier. Mann, ihr kommt zurecht, oder? Ich habe hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich stoße später wieder zurück. Verlauft euch nicht. Hey, wohin? Wir könnten jetzt das kaiserliche Archeides mal erkunden. Ich würde aber jetzt erstmal ganz schnell lieber einen Speichersphäroiden finden und das mir dann für die nächste Folge aufheben. Also im Endeffekt werden die jetzt erkunden und dann, ja. Ah, ja. Ich werde, glaube ich, offscreen dann nochmal shoppen gehen, ganz schnell. Und mir da ein bisschen was kaufen. Ja, ich werde shoppen gehen und mir ein bisschen was kaufen und
Ich würde mich aber erst einmal verabschieden bei euch. Ich hoffe, wir natürlich hattet wieder sehr viel Spaß bei dieser sehr interessanten Folge. Und schaltet dann das nächste Mal auch wieder ein hier bei Final Fantasy XII. Bis dahin, auf Wiedersehen!